Guten alle da draußen und danke, dass ihr es super toll wie eingeschaltet habt. Hier ist wieder Konsumon, so mit Terraria 1.2 Konsolen-Update in Farbe und Bond. So, ich wieder, wie gesagt, Eric am Start, hier wieder bei Terraria, leider immer noch nicht mit dem neuen Update, das die ganzen Fehler behebt. Und ja, ihr habt ja schon 6 Parts online gesehen oder von mir gesehen und da haben wir schon einige Bugs geschrieben und so weiter. Und um es kurz klarzustellen, ja, der Weltenfresser spawnt statt dem Brain of Rutolo. Im Hardmode gibt es keine Hardmode-Monster im normalen, also in den Höhlen drin. Es gibt kein Planterra, es gibt keine Dschungelsamen, Dschungelgedöns da. Es gibt kein Chlorophyll, das ist das grüne Zeug. Weil viele mich gefragt haben, ey, wo findet man Chlorophyll? Das ist das grüne Zeug, was nicht spawnt. Und aus Chlorophyll und Pilzscheiße kannst du dann auch diese Pilzbahn machen. Und die kann man natürlich auch nicht machen, weil Chlorophyll nicht da ist. Das heißt, ihr habt Planterra nicht, ihr habt kein neues Ohr. Ihr habt, wenn ihr Planterra tötet, kriegt ihr das neue Dungeon, also die neuen Monster, wo man die End-Items kriegt. Habt ihr auch nicht, weil wir Planterra nicht besiegen können. Das heißt, ihr müsst ja alle auf den Patch warten. Und das ist auch mein heutiges Topic. Patch. Das Thema ärgert mich schon seit einer Woche. Ich bin extremst angepisst, dass dieses scheiß Entwicklerteam von 505 Games, auch wenn sie mich unterstützen und so weiter, aber ich will nicht nachgesagt bekommen, dass Leute sagen, ey, deine Meinung ist gekauft von 505 Games, das ist so ein scheiß Bullshit. Ich bin extremst abgefuckt und auch wenn das 505 Games am Ende sieht und mir dann auf die Eier dadurch geht, dass ich sie jetzt anmache, mir scheißegal. Es kann nicht angehen, dass sie ein tolles Update raushauen, das auf PC auch ein paar Fehler am Anfang hatte, aber nicht so extrem. Ja, und auf der Xbox muss das ganze, der ganze Shit auch noch getestet werden. Das heißt, diese Idioten, die Terraria einfach umschreiben, haben scheinbar in ihrem fucking Leben noch nie dieses Spiel gezockt. Alter, es geht mir so auf die Eier, wie kann man nicht merken, dass Ohrs nicht gespawnt werden, dass goldene Schatzkisten nicht vorhanden sind, dass Eiskisten nicht vorhanden sind, ja. Und arme Let's Player und andere Spieler wie ich stundenlang in irgendeinem scheiß Eiscave rumlaufen, um scheiß Schatztruhen zu finden, um dann irgendwann zu merken, dass alle Kisten, die auf der Welt nicht spawnen, schon in der Hölle sind. Jetzt haben wir in der Hölle 3 Millionen, 5 Millionen am Arsch. Nicht gezählte Zahl, Schattenkackkisten da. Es ist doch einfach dappig. Das sind doch so Dinger, das wird sogar jedem Idiot auffallen, der nicht mal viel Terraria gezockt hat. Aber hey, die dummen Konsolenspieler merken es wahrscheinlich nicht. Warum fragen mich wohl Leute, wo Chlorophyll ist? Weil diese Leute das nicht wissen. Aber Leute wie ich, die vorher die PC-Version gespielt haben, wir merken halt noch ein bisschen schneller, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist einfach eine Sauerei. Ich verstehe es ja, die ganzen dummen Kinder, die immer, wann kommt das Update? Heul, heul, heul. Ja, da werde ich als Entwicklerstudio auch mal immer ein bisschen genervt. Aber ganz ehrlich, dann hättet ihr lieber jetzt noch 2 Wochen das Ding stecken lassen können, ja? Und hättet jetzt nicht lauter angepisste Fans, die ein halbherziges Scheiß-Update zocken mit scheiß vielen Fehlern, wo die Welten kaputt gehen, ja? Wo die Kisten einfach am Arsch gehen, wo die kleinen Drecksäcke, die einfach keine Ahnung von dem Scheißspiel haben, sich jetzt irgendwelche Kack-Items ercheaten. Zu dem Thema auch nochmal ganz kurz gesagt, ich find's einfach pissig, wie Leute sich einfach Sachen ercheaten und sich damit cool fühlen. Leute, spielt das Spiel, um euch Waffen selber zu kriegen und euch nicht nachher auf die Schulter zu klopfen, nö, ich hab jetzt 10 Mal das Tesona im Arsch stecken oder sowas. Also macht euch die Sache nicht kaputt. Genauso Idioten, die sich Minecraft kaufen und sich direkt an Diamanten cheaten und denken, sie wären die dicksten Babos in ihrem fucking Leben, Alter. Ich meine, okay, wenn ihr für ein Spiel 15 Euro ausgibt und durch den Scheiß-Cheater irgendeinen Scheiß da alles ercheatet, ja, 1 Million Platinum-Coins, bitteschön, die braucht ihr in eurem fucking Leben nie in diesem Spiel. Nur um das mal kurz meine Meinung dazu zu sagen. So, jetzt muss ich aber hier aufhören, dass ich nicht sterbe. Haha. Weil ich bin momentan nämlich, um gerade mal abseits vom Thema was zum Spiel zu sagen, ich bin jetzt wieder in Genossia. Und, also auf der mittelgroßen Map. Und da haben wir die Dinger noch nicht zerstört. Ich sehe nur echt hier gar nichts. Es kotzt mich an. Oh, das war knapp. Also ich weiß nicht, wie die es hingekriegt haben. Auf der PC-Version ist nicht alles so scheiße gebaut wie hier. Geht mir extremst auf die Eier. Ihr merkt, ich bin auch angepisst, dass diese Pisser. Allein fürs Let's Play, ich kann eigentlich gar nicht richtig weiterspielen mit der momentanen Version, ja. Deswegen baue ich momentan bei mir um auch kein Haus und so ein Scheiß, weil für was ein Haus bauen, wenn ich im Hard-Modus eh nicht weiterkomme, weil die Hälfte fehlt, ja. Also nicht wundern, ich werde hier, oh, da ist ein Scherz, hier so ein paar Herzen noch abbauen, wie ich es jetzt gerade mache, also Lebenskristalle eher gesagt, mir ein bisschen Anfangs-Equip holen und hoffentlich dann bald das Update kriegen, um dann vernünftig weiterzocken zu können. Deswegen nicht wundern, ich werde ja auch keine weiter... Nein, ich depp, Idiot! Oh,
Oh, zwei nebeneinander. Ich werde auch keine Häuser und so einen Scheiß bauen, weil das bringt's ja einfach nicht, hier so ein scheiß großes Haus zu bauen. Oh. Auf jeden Fall mal dick fett in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ach, jetzt leck mich, du scheiß Gesichtsmonster, Alter. Ob ihr sagt, oh, das ist nicht so schlimm mit dem Patch, dass das Fehler hat, Hauptsache ich kann zocken. Oder ob ihr auch sagt, das ist der letzte Scheiß, dass die Entwickler es nicht gemerkt haben und so einen Müll einfach rausgehauen haben, ja. Ich war jetzt auf der 505 Games Seite, viele haben von mir auch schon gehört, man geschrieben, dass der Patch auf dem Weg ist. Das kann ich jetzt leider mittlerweile nicht mehr behaupten, weil, ja, da stand Testing und damit dachte ich, dass Testing wie halt per Review hat auch so einen ganz komischen Namen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Name heißt, aber das kann ich euch irgendwann nochmal nach später in die Kommentare schreiben. Dieser Vorgang heißt hier halt anders. Aber auch so ein Testverfahren und das ist momentan noch nicht am Start. Das heißt, die testen einfach nochmal allgemein das Spiel, gucken, ob da irgendwas läuft. Das haben sie ja bei der alten Version auch gemacht und trotzdem war ja diese Scheißfehler drin. Also können sie das Testen eigentlich auch fett in den Arsch schieben, wenn ich mal ehrlich bin. Aber theoretisch... Och, Alter, ich muss hier rauskommen. Ich hab gar... Och, Alter! Ja, schön. Hast es mal langsam, du Scheißvieh, Alter. Ja, schön, Weltenfresser. Jetzt, guck mal, jetzt spiele ich so scheiße, weil ich so angepisst bin und hier am Reden bin. Auf jeden Fall, eure dicke Meinung mal in die Kommentare. Würde ich mich drüber freuen, dass auch mal vielleicht andere kommentieren als jeder. Also, ich freue mich natürlich über jeden Kommentar. Aber ich merke, ich treffe halt in Kommentaren immer dieselben, leider. Aber ich hoffe, das wird sich auch bald ändern, dass auch andere Leute mal trauen, sich zu in die Öffentlichkeit zu wagen und etwas zu kommentieren, meine lieben Leute. Auf jeden Fall ziemlich fakt und ich hoffe mal, das dauert jetzt, weil das testen die jetzt und dann wird auch noch dieses Per-Review-Gedöns, Zerg oder irgendwie so behinderten Namen hat das Ding. Was auch nochmal 3 bis 10 Tage dauert, das heißt, wenn alles gut geht, haben es dann doch erst vielleicht in 2 Wochen. Oder vielleicht machen sie YOLO und wir haben es in 5 Tagen, wer weiß. Ich bin trotzdem angepisst, dass wir jetzt über einen Monat mit diesem scheiß Update und ich kann, wie gesagt, gar nicht so extrem jetzt fortzocken, weil, ja, es ist, bringt ja nichts, weil ich muss ja eh am Ende eine neue Welt erstellen, weil ich glaube kaum, dass die unsere alten Welten irgendwie gut patchen. Habe ich nämlich nicht so turn drauf. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe jetzt hier wieder ein paar Waffen gekriegt. Verwitterte Gabel, Schar, was habe ich denn hier? Eifrig. Kritische. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Wie viel haben wir denn von diesen hässlichen Scheißdingern? Also ich hätte gegen den auch gerade kämpfen können und ihn töten können, aber ich hatte einfach jetzt gerade einfach keinen Turn. Weil ich eigentlich lieber die rote Crimson Armor hätte. Das heißt, wir müssen uns aber gleich wieder Sachen suchen, weil, hey Leute, man kann nur über das scheiß Item diesen scheiß Endfeind hier spawnen. Aber ich meine, es hat auch einen Vorteil, man hat hier einen Weltenfresser und den Crimson, das heißt, du kannst beides machen. Also, naja, man muss das Beste den Bugs nehmen. Was ich aber jetzt auch gerade noch machen wollte, was mir gerade einfällt, meine lieben Leute, ist... Ja, ich glaube, man braucht da 15 für, gell? Das wäre scheiße, Alter. Aber aus Maracken können wir theoretisch einen Greifhaken machen. Ja, könnten wir. Aber den so dringend brauchen, das weiß ich gerade nicht. Das sind 15, gell? Weil eigentlich will aus Maracken hier irgendwann diesen Stab machen. Mana machen wir uns noch. Oh, jetzt will ich halt, ob ich den Smaragd. Ja, komm, den machen wir uns, weil der schön grün ist. Grün wie mein Logo. So, den Stern machen wir, benutzen wir gerade noch. Jetzt haben wir einen. Oh, wir haben einen Stern. Ich glaub's ja nicht. Kann man das nicht einfach direkt in die Kiste? Och, es nervt. Bam, 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 bam. So, das da rein. Kann ich irgendwie schnell stapeln? Ja, oder? Kann man doch hier irgendwo schnell stapeln. Ja. Vielen, vielen Dank. So, da haben wir 8. Das werfen wir weg und den können wir jetzt benutzen. Wunderbar, gell? Wow, what the fuck? Ist der lang, Alter? Oh, ist der lang. Man glaubt's ja nicht. So. Und zwischendurch auch zwischen dem Part nicht immer so am Ende, weil die meisten gucken das Ende nicht mehr. Wenn ihr mich unterstützen wollt, liebe Genossen, dann bitte dabei schnell auf Like-Button klicken. Könnt mich natürlich auch abonnieren. Aber das Wichtigste, was ihr mir machen könnt, ist einmal Videos teilen, auf Facebook oder euren Freunden zeigen. Hilft mir viel mehr. Und ihr wisst von mir, dass ich eigentlich ungern in jedem Part sage, ja, abonnieren, liken und so weiter. Das hasse ich eigentlich selbst.
Aber ich habe mittlerweile statistisch, wie gesagt, gesehen, dass ich, wenn ich das sage, es mehr Leute machen. Ich weiß nicht wieso, vielleicht gucken auch so viele mal gespannt meine Videos und merken dann irgendwie am Ende so, oh, das war ein gutes Video und vergessen irgendwie einen Daumen hoch oder so zu geben. Man glaubt gar nicht, was dieser eine Klick mir bedeutet. Aber das Wichtige, was ich auch mittlerweile gefunden habe, es gibt ja auch mittlerweile Hashtags auf YouTube, Hashtags was mit dem Rautezeichen. Und da würde ich mich natürlich noch dicker unterstützen, wenn ihr so Hashtags, die zum Beispiel zu mir sind, zum Beispiel Hashtag Genossenschaft oder auch Hashtag Konso oder sowas, zum Beispiel ihr zu einem anderen YouTuber geht, der euch sehr gut gefällt und da kommentiert und einfach unten drunter Hashtag Konsumon oder Hashtag Genossenschaft, dadurch könnt ihr mich auch unterstützen. Klingt halt besser als Nachrichten, wo dann immer steht, yo Digga, dein Video ist voll geil und so, PS, guck mal bei Konso vorbei. Da denkt direkt jeder so, oh, wieder so ein Typ, der da Werbung und so macht. Aber mit einem Hashtag chillt das Leben und es stört keinen. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ihr dann über kommentiert mit Hashtag Genossenschaft oder sowas und ich dann in YouTube Genossenschaft eingebe, der Hashtag, dann sehe ich, wo in der welchen Video ihr kommentiert habt. Also das ist eigentlich eine ganz schöne Idee. So, ich will keinen Fallschaden kriegen. Ach, ist egal, wir haben ja jetzt hier unseren schönen, stylischen grünen Haken hier. Eine neue Rüstung brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe mir auch in den letzten Parts ziemlich viel Zeit gelassen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, weil eigentlich spiele ich Terraria ziemlich schnell durch. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so, stimmt, ich wollte jetzt hier diese Dinger suchen, um uns dann dieses scheiß Brain of Cthulhu zu machen. Damit vielleicht auch mal die Leute sehen, die es noch nicht in meinem PC-Let's Play gesehen haben oder auf ihrer Welt. Oh, das kann natürlich jetzt... Hä? Hab ich nicht so ein Ding an? Kann man dumm gesagt. Hab ich überhaupt... Hä? Ich hab nur die Kette an. Wow, mit 4 Abwehr. Geil, erhöht maximale Bewegungstempo nach Treffer. Hä? Ich dachte, ich hätte hier auf dem Charakter auch schon so ein Ding. Ah ne, das habe ich beim Online-Spielen-Wetten gemacht. Ah, aua, 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 aua. Das heißt, wenn wir getroffen werden, bringt diese Kette, dass wir schneller sind. Oh, das Schöne ist aber einfach, dass wir keinen Doppeljump haben und so weiter. Nebenbei gucke ich gerade mal, wie weit wir eigentlich gelaufen sind. Warte mal, Dungeon haben wir gefunden. Wir haben hier nämlich keine Pyramide gefunden, gell, soweit ich weiß. Nope, haben wir nicht. Stimmt, Genossia war ja diese tolle Welt, wo fast nichts drauf war. Och Mann, geht mir das gerade auf die Eier hier. Wisst ihr was? Ich überlege gerade, ob ich cheate. Ob ich cheate, damit das schneller geht. Aber hier ist gerade nichts los irgendwie. Na, wir gucken mal, ob hier noch Herzen sind. Hilfe. Was macht hier ein Eisslime, Alter? Da unten ist noch ein Herz, den nehmen wir uns auch noch. Zack. In der Hoffnung, mal irgendwas Gutes rauszukriegen. Bam. So, mit dem Hammer, gell? Ja. Purpurnrute und der Leichenbestatter. Oh, warum bist du jetzt schon wieder da, du Motherfucker, Alter? Ich hab doch nur einen zerstört. Och, jetzt. Ich muss hoch, unbedingt. Danke. Und jetzt muss ich mir schnell aus Schnee hier eine... Nein! Eine Plattform bauen, genau. Das wäre ganz gut. Ja, geil. Ja, toll. Also... Ja, also wirklich toll hier. Das ist super. Ich spiele gerade so beschissen, wie ich noch nie beschissen gespielt habe, Alter. Schön für dich, du dabischer Scheißwurm, Alter. Hast es mal langsam hier. Ich könnte so viel Scheiße gerade bauen, aber ich hasse die Xbox-Steuerung gerade beim Kampf, Alter. YOLO! Bam! Ist nicht gestorben, das ist scheiße. Ja, wenn ich hier ordentlich spielen könnte. So. Nein. Nein, nein, jetzt geht er hoch, Alter. Mal Heilung nebenbei. Einer ist gestorben. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Ah. Okay, YOLO, YOLO. Ich stehe gerade gut. Jetzt stehe ich scheiße. Jetzt stehe ich ziemlich beschissen. Ah, nein. Och Mann, nein. Ah. Oh. Fuck you, Alter. Ich wollte gar nicht gegen den kämpfen. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal gestorben, meine lieben Leute. Das tut mir leid, das tut mir leid. Jetzt haben wir den gekriegt wie so eine scheiß Route und der Leichenbestatter. Toll. Toll ist das doch. Ja, weißt du was? Wir laufen nach links. Oh,
ich bin so langsam. Es gibt ja keine Hermes-Boot, es gibt ja keine Cloudner-Bonnel und einen scheiß fucking Kack-Zombie, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Und jetzt mach mal bitte diesen Scheißstab. Warte, ich hab noch einen besseren. Nee, toll. Scheißstab hier auf links, dann ist alles gut. Och. So. Dam, dam, dam. So, hoch da. Gehen wir nicht mal links in die Crimson. Wir müssen nämlich so Vertebrace, oder wie heißen die hier? Wirbel müssen wir nämlich finden. Och, Zombie, geh weg. Ja, ich habe ja wirklich gar nichts. Ich habe nicht mal einen Schackel oder sowas. Schackel, Schackel. Hatte ich das nicht? Ich bin echt überlegen. Ich hatte das doch hier bestimmt gefunden, oder? Oder bin ich doof? Oder habe ich das wirklich online mit meinen paar von meinen Zuschauern gefunden? Vielleicht habe ich das auch überall abgelegt, aus Versehen. Egal. YOLO, meine Leute, YOLO. So, hier nach oben. Ich hoffe, das Update kommt wirklich. Und das ziemlich schnell. Oh, wir sind nah. Ja, komm her, du scheiß Gammelfieh. Tropf mir hier einen Wirbel, Alter. YOLO MOLO. So, komm. Und nicht vergessen, nicht Daumen oben, dann nicht durchloben. Also dabei, drücke jetzt auf den Like-Button. Ja. Hast du gemacht? Nee, noch nicht, gell? Ah, ich warte noch ein bisschen. Jetzt gedrückt? Ah, ich glaub dir mal. Wird schon funzen. Wird schon funzen. Jetzt haben wir wieder 5 Sterne. Yeah. Jetzt können wir uns einen zweiten Mana-Stein machen. Oh mein Gott, ich werde richtig gut. Wo ist das Scheißvieh? Da. Weg. YOLO MOLO, Alter. Wir werden hier einen Stern machen. Wo ist er denn? Da. So. Jetzt sind wir die übelsten Babos hier. Zack. Bomben wieder nach unten machen. Wir hätten Granaten, das müssen wir auch finden. Was mich auch aufregt bei der Konsolenversion ist, dass alles so dunkel ist. Und nicht so hell, wie bei der PC-Version. Aber wir haben immer noch 8 Wirbel. Das ist sehr toll. Also man findet auf jeden Fall ziemlich viele Wirbel hier. So. In der Hoffnung, eine Dancing Spider zu finden hier. Stirb. Oh, ein Wirbel. Ich glaube, wir brauchen 15 Stück oder so, Alter. Das sind noch 6. Was ein Shit. So, nebenbei mal kurz hier. 17 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Ja, wir machen 20 Minuten. Gerade nochmal alles hier gecheckt. Am PC. So, Blutkriecher, fuckt mich nicht ab, Alter. Fuckt mich nicht ab. Und wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, boah, Konso Monster, das könntest du mal irgendwie verbessern, wenn ihr sagt, Konso. Dann schreibt es mal in die Kommentare, ob euch irgendwas nicht gefällt, was ich vielleicht nicht mache oder was ich machen soll. Konstruktive Kritik ist selten oder gesagt, Feedback ist sehr selten, aber wenn ich es kriege, freue ich mich wie ein kleiner Junge. So, noch ein Wirbel. Oh, jetzt haben wir schon 11 Leute. Das geht hier ab wie Business, Alter. Profit, Profit, Profit. So. Ah. Ja, toll, ey, das ist ja wieder hier ganz klasse. Zum Glück habe ich so lang. Dingel mal schlingeln, Alter. Nein! Och, du bist so ein netter Bursche. Aber oh, wir finden auf jeden Fall ein paar Herzkristalle. Das ist ganz romantisch hier. So, die lieben Fackeln hier. Ein Meteorit ist gelandet. Oh mein Gott. YOLO MOLO, Alter. Was haben wir denn für eine scheiß Spitzhacke? Kann die Meteorit abbauen? Bam! Digga, Leute, Leute, Leute! Schön hier! Meteorit ist geil. Da können wir uns richtig geilen Shit rausmachen. Und wenn nicht, mache ich mir nämlich die Meteoritenrüstung. YOLO, 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 YOLO. Da hinten ist er, glaube ich, eingeschlagen. Gell? Sieht so aus, oder? Na, es sieht wie Meteorit aus. Ich weiß es nicht. Dann gucken wir weiter, ob hier noch irgendwo ein Einschlagloch ist oder sowas. Nee, das ist er. Oder? Ja, ich glaube, das ist er. Das heißt aber ziemlich nah von uns, oder? Ja, geht. Gucken jetzt gerade noch hier, was hier unten für eine Party abgeht. Zerstören hier gerade noch. Ah, nee. Und wenn ich das Ding wieder zerstöre, dann. Da hinten ist. Da oben ist ein Herzkristall, da gehen wir noch hin. Habe ich gerade gesehen. Bam, das machen wir gerade noch, komm. Herzkristall nehme ich immer gerne. So. Bam, und es regnet, das Wasser, das regnet. Und scheiß Schleim. Verpiss euch mal alle hier. Verpiss dich. Ach stimmt, Dschungelsporen hießen die ja. Nicht Samen, Dschungelsporen meinte ich am Anfang. Fällt mir gerade mal so ein.
Komm, YOLO Molo, Alter. Schön das Herz hier abbauen. Läuft bei uns. Alter, wir haben fast volle HP. Was ist denn hier los? Hier seht ihr auch mal die Wolke in Aktion. Kannst du über Gegner tun und dann regnet die runter und trifft die ganze Zeit. Ist richtig geil bei Endfeinden. Wenn ich sie schneller benutzen könnte. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Irgendwie so? Nee, nur Gold. Gold braucht kein Mensch. Das Herz bauen wir gerade noch ab. Wir werden jetzt eh wahrscheinlich den Wurm wieder aufwecken. Nee, nee, oh. Ah, noch ein Meteorit ist gelandet. Bam, 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 bam. Digga, läuft bei uns, läuft. Oh, der gibt mir nicht mich einen geileren Effekt. Das fuckt mich ab. Also legendär oder mystisch oder sowas wäre ja schon mal fancy. So, ja, jetzt müssen wir da wieder hoch. Das ist nicht so cool. Aber das kriegen wir hin mit der liebe Schnee hier. Zack, 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 zack. Wir hoffen, dass wir auch gleich noch genug Wirbel kriegen. Wie haben wir denn schon? 20 Minuten? Ach komm, ich mache jetzt noch länger. Das ist mir scheißegal, auch wenn sich Leute wieder beschweren, dass sie kürzere Parts mögen. Damit müsst ihr leider leben. So. Weil manche mögen irgendwie längere Parts und manche mögen irgendwie kürzere Parts. Was soll ich machen? So. Ja, sonst machen wir aber hier überhaupt keinen Fortschritt. Ich bin ja eh schon viel zu gechillt hier unterwegs. Mit meiner Weed-Rüstung, Alter. Ach, jetzt fuck mich nicht ab. Hey, ohne unsere Kette hätten wir wirklich nur 4 Defense. Das ist echt beschämend. Nur 6 Defense oder so. Komm, verreck. Jetzt habe ich die ganzen Bomben verkackt, ich Idiot. Das hätte ich für Meteorit benutzen können. Fuck das, Alter. Also die neue Meteorit-Armor, die mittlerweile verbessert wurde seit dem Update. Also ich finde es besser. Direkt holen. Empfehle ich wirklich jedem. Man läuft mittlerweile auch 15 Def oder so. Ist fast so gut wie eigentlich die Crimson-Rüstung und so ein Müll. So. Finden leider keine Wirbel mehr, haben immer noch. Wie viel Wirbel? 11. Brauchen noch 4 Stück. Ach. Der Smart-Greifer ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ziemlich lang. So. Komm. Aber nicht nur die Länge zählt, sondern eher die Breite. Da ist noch ein. Oh, Monsterparty hier, Monsterparty hier. Was geht denn hier ab, Alter? Monsterparty hier. Gib mir mal einen Wirbel. Oh, jetzt gib mir doch mal einen Wirbel, du dreckiger Bastardo, Alter. Au, danke schön. Du dreckiger Bastardo, Alter. So, Wirbel auch noch. Jetzt haben wir 13. Oh, Mann. Das kostet mir Terraria manchmal ein bisschen an. Ich will jetzt eigentlich zu Meteoriten gehen, ja. Aber Herr Konsum muss Prioritäten setzen. Also gehen wir zu Meteoriten. Sonst würde ich jetzt wieder hier die ganze Zeit versuchen, das Brain of Cthulhu zu killen, aber nein, erstmal zum schönen Meteoriden und dann schön eine Armor machen und dann können wir YOLO Molo alles töten. Lieber sicher gehen. Scheiß drauf, 23 Minuten kommen, in 2 Minuten kriege ich das noch hin hier. Wir im nächsten Part direkt eine fette, dicke Armor machen können. Zombie, gib mir mal einen Shackle mit 4 Defense. Wäre ich echt mal dick dafür, Alter. Shackle, wie heißt denn das hier? Armband oder irgendwie so? Fessel? Ah, Fessel heißt es auf Deutsch. Stimmt, Fessel. Ich bin hier auf der Karte ja noch fast überhaupt nicht rumgelaufen. Oh. Och nein. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Goblin-Armee mir dick auf die Eier geht? Sogar die Mucke geht mir dick auf die Eier. Aber kann uns scheißegal sein. Wir sind am Start und läuft. So, hier hoch. Oh, ich sehe durchs Mikrofon nie, ob ich runterfalle oder irgendwo aufklatsche, weil ich bin meiner Meinung nach hier schon oft genug gestorben. So. Hier müsste doch jetzt sein, oder? Die Goblin, eine Goblin-Armee ist da. Ein Goblin-Armee, genau. Ein Goblin-Armee ist da. Oh yeah, Meteoriten. So. Und die müssen wir jetzt direkt abbauen. Zack! Und Masipulami. Bam! Da war ich los. YOLO Molo, Alter. Ich bomb dich kaputt. Bombt dich kaputt, wie ich noch nie kaputt gebombt habe, Alter. Oh, das sind sau viele Meteoriten. Zum Beispiel, jetzt kann ich nämlich das hier verwenden, damit die mir nicht näher kommen. Seht ihr jetzt? Tot.
Ja, jetzt muss ich da nämlich irgendwie rein, gell? Das ist schon scheiße. Weil den vorderen kann ich so aufhalten und die hinteren, die halt hinter mich kommen, werden von der Wolke getötet. Ist das nicht geil? Wenn du ja unter 50 Blöcke hier hast, Meteoritenblöcke, dann spawnen ja keine komischen Meteoritenköpfe mehr. Das ist scheiße gerade. Das ist gerade scheiße. So, Meteorit. Ich weiß nicht, ob ich da unten hinhüpfen kann. Ich weiß nicht, der Boden kann ich hier hin oder ist er noch... Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Ah, meine Wolke ist weg. Meine Wolke ist weg. What the fuck, YOLO MOLO, Alter, was ist los? Wieder hinter mich. So, und im Rest hau ich. Ja, jetzt stehe ich nämlich gerade auf dem Meteoriten und der zockt ziemlich viel, wie du gesehen hast. Er macht immer 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ah, das ist jetzt scheiße. Weil jetzt, das war jetzt nicht so gut, Idee. Ah. Egal, wir haben schon 93 Meteoriten. YOLO MOLO kriegen wir alles hin hier. Brauch ich mal ein neues Wort, YOLO MOLO, Alter. Aber ich würde an der Stelle auch schon mal sagen, wenn ich hier in dieser netten, schönen, gelben Pisse hier drin stehe, wenn euch das Video gefallen habt, dann bitte dabei ganz schnell Daumen hoch geben und keine Kardoschka sein und nichts machen. Dann ganz wichtig noch kommentieren, das ist mir auch ganz wichtig. Auch vielleicht mal die Leute, die nicht so oft kommentieren. Natürlich, dicke Dank an schon die Leute, die immer kommentieren, freue ich mich drüber. Aber ich bin natürlich auch immer offen für jedes neue Gesicht oder für jeden neuen User. Und Leute, ich speise nicht. Ihr könnt mir schon was schreiben, solange ihr nicht YOLO MOLO schreibt oder so ein Scheiß wie Digga, geiles Video. Ey, komm auf meinen Kanal vorbei und so, lass mal Abo da. Am Arsch, Alter. Das sind meistens die Idioten, die zwei Videos online haben, mit Minecraft, mit einem Mikrofon, was sie sich wahrscheinlich in ihren fetten Arsch geschoben haben. Von der Qualität her, ja. Und da war mein Hammer-Mikrofon sogar noch besser und mein Hammer-Mikrofon hat 2,99 € gekostet damals. Bei meinem allerersten Let's Play. Gut, wie gesagt, vorhin auch gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, schön teilen Video und so, dies, das. Und wenn ihr unter anderen YouTubern kommentiert, Hashtag benutzen, das heißt Raute und Genossenschaft oder Konso oder irgendwas YOLO-mäliges, YOLO-MOLO-mäliges, mäßiges, meine ich. Typische freudige Versprecher hier. Dann einfach in die Kommentare schreiben, so könnt ihr für mich werben, ohne aufdringlich zu sein, ohne viel Arbeit und unterstützt mich dadurch dicke. Also würde ich sagen, an alle Genossen da draußen, haut rein, bis zum nächsten Part. Euer Konso Monso in Farbe und Bunt. Haut rein! We'll be right back.